Herzlich willkommen im Buchladen zu einem kleinen Update aus dem Buchladen. Sie werden es ja mitbekommen haben, ab Dienstag dürfen alle Geschäfte unter 400 Quadratmeter wieder öffnen. Da fällt natürlich auch der Buchladen darunter. Wir freuen uns darüber sehr. Natürlich mit allen gebotenen Vorsichtsmaßnahmen. Das heißt, wir werden Sie in Masken bedienen. Sie müssten bei uns mit Maske kommen. Und es dürfen maximal eine Person pro 20 Quadratmeter im Buchladen herinnen sein. Das heißt so um die 7 Kunden maximal. Ja, aber unter diesen Umständen haben wir natürlich wieder für Sie geöffnet und freuen uns, Ihnen die Literatur, die Ihnen vielleicht schon abgeht, nahezubekommen. Eine kleine Osterüberraschung gibt's von mir und vom Heimon Verlag. Der Heimon Verlag hat uns 3 Exemplare zur Verfügung gestellt von einem der Bücher aus dem Verlagsprogramm. Eins, das ich bereits vorgestellt habe, und zwar damals in der Folge 10 von heute schon gelesen. Stefan Slupeckis Imnitz des Lemming. Davon habe ich 3 zu verlosen und die Verlosung funktioniert ganz einfach. Posten Sie ein Bild von sich lesen, Sie müssen nicht unbedingt erkennbar sein, aber man sollte deutlich erkennen können, dass gelesen wird. All diese eingesendeten und geposteten Bücher vom Lesen, die sammle ich dann auf der Buchladen-Facebook-Seite und alle Kunden und Kundinnen können dann darunter schlicht und einfach ein Like verteilen. Und welches Bild die meisten Likes hat, das gibt es dann, die gewinnen dann das Buch. Da habe ich 3 zu verlosen. Gilt eigentlich ab jetzt sofort und Sie können sich schon überlegen, wie Sie die spannendsten Leseszenen stellen. Das Buch können Sie nachschauen, natürlich in Folge 10. Und damit Sie auch ein bisschen ein Update bekommen haben, was diese Woche so alles in den Buchladen gekommen ist, da ist diesmal reingekommen Der Klang des Herzens, das ist das Neue von Yo-Yo Moyes. Und sehr spannend und für alle, die gerne historische Romane lesen, natürlich Spiegel und Licht von Hilary Mantel. 2 unserer Neuzugänge neben vielen anderen. Aber was neu gekommen ist, das können Sie sich ja jetzt in Zukunft wieder selber anschauen. Wir freuen uns auf Sie. Ich glaube, meine Kollegen und Kolleginnen in den Lager-Geschäften freuen sich auch schon wieder, Sie bedienen zu dürfen. Wenn Sie was brauchen, kommen Sie, fragen Sie nach. Sollten Sie nicht rausgehen können oder wollen, dann gibt es zum Beispiel im Buchladen immer noch die Möglichkeit zu bestellen. Im Ortsgebiet liefere ich ja und stelle natürlich zu. Ansonsten gibt es immer eine Variante, wie ich die Bücher zu Ihnen bekomme. Also zögern Sie nicht. Die Homepage bleibt natürlich so wie vorher online und alle Bücher, die Sie brauchen, finden Sie unter www.buchladen.at. Ich wünsche Ihnen ein gutes und gesegnetes Osterfest im kleinen Kreise und ich hoffe, wir sehen uns bald im Buchladen. Frohe Ostern!